Oh. Tail und Daniel. Daniel. Schule, guck mal. Little Hope, da, die sind an der Schule. Anscheinend. So, hier haben wir unser kleines Liebespärchen. Oder auch nicht. Ja. Glaubst du diesen Doppelgänger-Kram? Ich weiß nicht, was John gesehen hat und ich habe auch nicht vor, es herauszufinden. John. Guck mal, sieh mal hier genauer an. Oh, guck mal, schöne Beine. Oh, schön. Ja, geradeaus, da, achso. Ja, geradeaus. Ich dachte, da stand jemand, aber das ist anscheinend da nur der Torpfosten. Oh, was war das? War bestimmt gar nichts. War bestimmt gar nichts. Du, ist alles cool. So, okay, wir können einmal da rein. Ich würde aber mal ganz kurz gucken wollen. Oh, der Nebel. Krass. Okay. Ja, nix da. Nix da. Hier ist ein Schulbus. Ist das Schild nochmal kurz angucken? Also hinter uns, quasi. Ist hier? Jetzt nicht. Oder in unsere Richtung mal laufen jetzt. Da drüben, genau. Okay. Also, ja, okay. Land for sale. Schau mal an. Das kauft keiner, kein Wunder. Wer will schon Land in dieser gottverlassenen Stadt? Naja. Irre. Aber hier gibt's ja auch noch was. Guck mal, hier flackert doch auch. Ah, kommst du nicht hin? Okay, warum kommst du denn? Vielleicht kommst du später dann noch hin. Okay. Dann gehen wir mal gucken, ob wir hier in die Schule kommen. Warum die Schule wohl geschlossen ist. Vergiss das mal. Selbst wenn du es schaffst, ich werde dir nicht folgen. Ich mache das Schule nie. Verschwinde. Jetzt wird sie hier einbrechen. Oh, da geht's offenbar nicht durch. Super. Hab mich wohl falsch entschieden. Es war unsere Entscheidung. Komm, beruhig. Hey, das war unsere Entscheidung. Genau. Wir finden einen Weg. Als Paar. War das zusammen entschieden? Jetzt wirst du bestimmt da hinten durchkommen. Ja. So, dann können wir uns nämlich hier noch das. Oh, guck mal, hier, Wegdinger und. Oh, ich steht da schon wieder auf der Brücke, ey. Zum Glück habe ich da jetzt gerade wieder nicht hingeschaut. Ich habe da einfach nicht hingeguckt. Little Hope, 1692. Folge dem kleinen Mädchen. Na, ganz schau. Ganz schau. Wie, was? Stand da gerade Folge dem kleinen Mädchen? Nein. Da steht vor uns, sie ist weg. She's gone. Ich folge hier kein kleines Mädchen. Little Hope Bridge. Oh, schön. Das ist die kleine Hoffnungsbrücke. Hm, was toll. Steht hier? Ah, oh, Spielplatz. Lass uns doch mal noch eine Runde rutschen gehen. So, du hast hier ein kleines Mädchen gesehen, sagst du? Ja, stand jetzt auf der Brücke, aber die ist jetzt wahrscheinlich erstmal wippen. Okay. Heißt, du willst erstmal zum Spiel. Ach nee, ich bin ja der Entscheidende. Ja, okay. Also Taylor will zum Spielplatz. Taylor will zum Spielplatz. Ist okay, da oben? Dann gehen wir mal zum Spielplatz. Hallo, Staria? Das ist ja mal wirklich beschissen unheimlicher Spielplatz irgendwie. Also wir sagten als Kind, ja geil, wir spielen. Ich meine, gut, tags sieht es vielleicht ein bisschen schöner aus, aber so jetzt so geil ist das nicht. Ja, gut gepflegt ist anders, ne? Also muss ja jetzt auch nicht gepflegt sein, es wirkt halt einfach nur gruselig. Oh Gott. Was ist denn mit Pastor oder was? Ei? Oder? Das sieht aus wie... Achso, er betet. Er kniet und betet. Ah. Zu ihr, oder wie? Und sie anscheinend auch. Oder sie beten zusammen. Okay. Oh, okay. So, jetzt kann ich aber hier hinten lang und... Aber... Ich will doch da ganz... Warte mal, da will ich noch... Will ich da lang? Ich muss da lang wahrscheinlich, ne? Okay. Ich muss auch sagen. Wow. Da drüben! Und weiter? Hey! Geht's dir gut? Wer bist du? Wir sind besorgt. Was machst du hier? Irgendwas ist an dieser Sache echt faul. Ja. Ist das Kind, das Angela und Andrew gesehen haben? Ich weiß es nicht. Wow, mach das lieber nicht! Was denn? Er will hinklettern. Was zur Hölle geht hier vor? Okay.
70? Das ist gerade nicht passiert. Still jetzt. Er soll mich nicht kriegen. Wovon redest du? Geht weg, sonst findet er mich. Okay. Weg. Was ist er denn? Komm heraus, Mary. Ich weiß doch, dass du dort bist. Bitte! Nein, lass mich los! Ich lasse dich los, wenn du versprichst, unser Geheimnis zu bewahren. Deine kindischen Spiele sind lästig. Du wirst mich respektieren und du sagst nichts. Nein! Was ist das? Was soll das? Wir müssen hier sofort verschwinden. Ist das jetzt eine Szene oder? Bitte lasst mich nicht hier. Eine Zeitschleife? Bitte! Mit wem redest du? Dir haftet Böses an. Das ist offenkundig. Ihr irrt euch. Ich bin ein Kind. Der Teufel hat keine Zeit für mich. Amy ist seine Auserwählte. Ich sah es mit meinen eigenen Augen. Wer ist denn Amy? Ich erfahre die Wahrheit so oder so. Du kommst mit mir, Kind. Was zum Teufel? Weiß jemand, was gerade passiert ist? Es muss eine Verbindung zwischen den Kindern geben. Das kann kein Zufall sein. Ich versteh's nicht. Wir sollten hier schnell weg. Gehen wir. Finde ich auch. Ich bin verwirrt. Jetzt wäre mal die Frage. An der Stelle würde jetzt aber deine These erstmal nicht mehr funktionieren irgendwie, wenn die beiden jetzt alleine unterwegs sind. Richtig. Also was kann das sein? Irgendwie ist das jetzt hier wirklich Portal zu einer anderen Zeit irgendwie durchschritten? Oder? Oder ist der Ort wirklich verflucht? Weil es ja immer heißt, so wegen ne, mit Texen, Pipapo und Salem und wurde ja in Little Hope alles auch gemacht und sowas alles. Das hat, erzählt ja mal dieser John. Nicht, dass da irgendwas, aber ja. Ich bin einfach nur verwirrt. Ja, also ich kann mir auch noch gar keinen Reim drauf bilden irgendwie. Ich hatte schon wirklich gedacht, so, dass du recht haben könntest irgendwie, aber... Ja. Schade. Leute, wenn ihr Theorien habt, haut's unten bitte mal in die Kommentare irgendwie. Ob ihr jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt schon wisst irgendwie, wie sich das aufschlüsseln könnte. Wir haben's nicht. Nee. Wir wissen's nicht. Aber wir haben eine neue Postkarte. There's a postcard from the past. Okay. Oh. Okay, Angela, die von irgendwas runtergezerrt wurde. Eieiei. Das heißt aber, das zweite Ding mit Angela, kann das sein? Ja, das andere war ja auch mit ihr mit den Ketten, oder? Schön, dass du da bist. Oh, schön, ja? Schön. Klang nicht danach. Schön, dass ich... Mann, Alter. Das ist so eine Tussi, der Typ, ey. Schön, dass ich eine... Ja. Scheinbar ist da vorne schon wieder gruselt. Ist das die Kirche oder? Nee, wir müssen ja erst in die Schule rein, oder? Ich weiß nicht, also. Nein, wir sind ja immer noch auf dem Weg eigentlich in die Schule rein. Ach so? Oh Gott, warte mal. Was? Jetzt aus Versehen. Den falschen Hebel an meinem Stuhl betätigt. Ich bin gerade nach unten gefahren. So, warte mal, nochmal. Hallo! So, genug der Späße. Weiter geht's hier. In Gruselhausen. Vielleicht ist da jemand. Vielleicht gibt's Hilfe. Wo sind wir denn? Na, bei der Schule bin ich. Also, die wollten noch in die Schule drin. Ja, sind wir jetzt einmal außen rum gelaufen und klettern jetzt da irgendwie trotzdem runter? Jetzt muss ich erstmal hier gucken. Hab mich gerade gekratzt. Guck mal hier, Gentleman. Point of no return. Ich glaube nicht, dass wir so aus der Stadt rauskommen. Nee, doch nicht. Da ist kein Weg. Das ist eine Scheune. Muss irgendwo hinführen. Ich weiß nicht, das ist nicht mal ein echter Weg. Ja, und ich sehe nicht. Du stehst an einem Haus, ey. Weg denn? Ja, das ist nicht der richtige Weg. Aber hier gibt's noch einen Weg. Können wir hier rein? Interessant finde ich das jetzt, dieses Konzept mit dem Nebel. Da können wir auf jeden Fall rein. Komm, da immer rein.
Weil damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oder? Ach du Scheiße, so ein alter Arm. Hm, so eine gruselige Scheiße. Ja, da können wir rangehen. Schön, ist klar. Willst du was? Was? Was kenne ich? Alle gut. Mach mal. Okay. Also normalerweise, also jetzt mal ernsthaft, wenn ich jetzt sowas finden würde, ich würde einen Teufel tun und da irgendwas anfassen. Oh, wir nehmen einfach den Stein. Geheimnis gefunden. Aha. Ruhenstein. Ja, ich würde erstmal Tine Wittler-mäßig alles so ein bisschen Zen-mäßig einrichten. Alles ein bisschen ordentlich hinstellen. Okay, wir gehen. Vorher war dieser gruselige Ritualraum etwas Schreckliches. Nun ist es eine Wohlfühloase für die ganze Sekte. Okay. Ei, ei, ei. So, was haben wir hier noch? Oh, so ein Einkaufswagen, Alter. Ey. Woher? Wie? Das hier war wohl mal ein Laden oder so. Ah. Also hier gibt es noch ein paar Infos, da will ich aber noch nicht gucken. Ich werde erstmal noch mal kurz hier schmulen, ob wir hier noch was Feines finden. Mangt der Europaletten. Aber sieht nicht danach aus. So, was haben wir da? Brett. Brett Pitt. Brett. Ein schön Kamelbrett. Und. Aha. Achso, wir müssen lesen. Hier drüben, was? Schau mal. Weil auf den anderen 5000 Plakaten hätte ich das nicht lesen können, oder was? Nee, ich muss dieses eine Brett da wegnehmen. Also wirklich. Oh, die Gemeinschaft zugrunde richten. Ah, die Werkschaft hat ein Angebot gemacht, um die Fabrik und unsere Stadt zu retten. Ja, okay. Ja, hat wahrscheinlich nicht so geklappt. Tlur. 618. Ist ja toll. Hier gibt's noch einen Müllcontainer. Müllcontainer? Achso, die wirst du wahrscheinlich schieben müssen, ne? So ja, und wahrscheinlich dann hier so, hier, entweder hier hochklettern. Achso, ja, genau. Entweder hoch oder da durch. Was willst du machen? Oder hier durch. Wir gucken erstmal, ob wir die Tür überhaupt aufkriegen. Nein. Oh, lass mein uns woanders lang. Nee, ich nicht, passt nicht. So, jetzt ist die Frage von wegen, also hier so durchklettern würde ich eigentlich eher ungern. Naja, hier könnten Beete durch. Ne? Wenn du die da hochwuchtest irgendwie, ich weiß nicht, ob... Ja, meinst du hier, Johnny kann sich selber nicht hier hochdrücken? Also, im normalen Falle. Natürlich. Ne? Aber wir reden hier von einem Videospiel. Also, was ist deine Intention? Wo würdest du sagen? Irgendwie? Also, hier habe ich die, also, persönlich, ich selber würde wahrscheinlich eher hochklettern, weil hier hätte ich die Angst, wenn der Raum hier abgeschlossen ist, also die Tür hier zu ist, ja, dass ich danach quasi auch wieder in einem Raum bin, der gefangen ist. So, dass ich dann eventuell nicht mehr durch dieses Fenster durch zurückkommen könnte. Oder sie öffnet von innen die Tür. Ja, aber da könnte natürlich auch, du weißt ja auch nicht, ob da jetzt dahinter noch so ein böser Typ ist. Ich meine, genau das gleiche kann dir auch passieren, wenn du jetzt hier hochkletterst. Naja. Ich weiß gar nicht, wo geht's denn überhaupt dahin, wenn du jetzt hier hochkletterst. Da ist eine Tür. Man, warum kann ich dir nicht so leuchten, wie ich will? Es ist da ein Baum davor. Da ist eine Tür oben. Da ist eine Tür, okay. Mhm. Na gut, könnte mich jetzt auch nicht unbedingt weiterbringen. Egal wie, fäll eine Entscheidung. Okay, komm, wir klettern. Ich würde jetzt einfach mal hochklettern. Und jetzt? Hilf mir hoch. Okay. Ich will auf die Treppe. Andersrum so, ja. Ist dein Ernst? Hilf mir hoch. Ich will sein auf... muss. Ganz ehrlich, da kannst du dich doch selbst hoch. Der Typ. Sportskanone durch und durch, Alter. Echt jetzt? Du willst da rein? Ich geh zuerst rein. Ich geh rein, seh mich um. Ist die Luft rein, mach ich die Tür auf. So sieht's nämlich. Ich weiß nicht. Hier draußen allein zu warten, gefällt mir nicht. Ja, ist aber besser, als wenn du alleine da drinnen wärst. Moment. Zumindest meine Idee. Okay, da ist keine Tür, da ist ein Fenster. Nehmen wir die Tür. Brauch dein Handy. Wofür? Licht. Ist dunkel da. Bitte beeil dich. Es geht halt nur noch. Wirf's her. Brauch dein Handy. Wofür? Licht. Ist dunkel da. Ich will mir deine Bilder angucken. Vielleicht sind ein paar schöne dabei. Bin drin.
Alles gut? Glaub schon. Ah, ja, sieh doch mal hier. Was denn? So ja, ist halt creepy as fuck, ne? Irgendwie. Ah, das ist ja jetzt erstmal nur. Öffne die. Oh, was ist hier los? Eine Notice. Notification of closure. Oh. Wurde geschlossen. Da ist er 75. Tritt in Kraft. Och, Menu. Ein Tag vor meinem Geburtstag. Ja, du bist ein 75er Baujahr. Das meinte ich diesmal nicht, nee. Aber ich rede vom 28. Ja, ja, schon klar. Aber man kann ja gerne mal schätzen, wie alt ich bin. Oder wie alt der Steve ist. Wer von uns beiden ist älter? Schreibt es in die Kommentare. So, wir gucken uns jetzt trotzdem erstmal hier um. Kann ich da rein? Ey, die Steuerung ist aber auch manchmal ganz schön... Ist bockig, wa? Irgendwie. Ja, die will nicht so, wie ich will. Obwohl ich das hier schon ziemlich cool finde, dass du immer vorher angezeigt bekommst, irgendwie, okay, jetzt geht gleich das Button hier mesche los. Richtig. Das ist schon ziemlich cool irgendwie. Ist da jemand? Das macht das ein bisschen einfacher auf jeden Fall. Ja. Klick. Oh, lauter Taschenlampen. Jetzt mach schon! Wo bist du denn? Okay. Ja, oder was war das? Mach die Taschenlampe aus, Alter. Nee, erstmal muss ich meinen Herzschlag hier machen. Bup, 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 bup. Erstmal muss ich hier meinen Herzschlag machen. Mein Rhythm. Rhythm is a dancer. Bestimmt war das auch der Typ aus der Bar, der einfach so. Das war die Katze. Also nochmal die Katze. Hallo? Hallo, oh. Da kommt noch eine Dose. Eine Dose Miracle. Das hört sich gerade so eine Ratte an. Ist ja gut, beruhig dich. Komm nicht durch. Dieses Fenster ist versperrt. Komm, du kannst mich ja nicht so erschrecken. Du hast mich erschreckt. Sorry, das war keine Absicht. Wie ist es da drin? Rattig. Das sind Ratten. Nö, ja, ist ja beunruhigend. Lass mal noch mal ein bisschen Panik machen. Ist gruselig hier drin. Voll mit altem, nutzlosem Kram. Geh nach vorn. Wir treffen uns da. Geh klar. Ey, ich dachte, ich hätte jetzt einfach die Tür da aufmachen sollen oder so. Ja. Können wir das? Kann er das denn machen? Nee, kann er nicht. Hast du das jetzt gerade? Was? Das die Quietsche? Nee. Nee, hast du irgendwas abgelegt? Ich hab gerade einen Bum-Bum gehört. Ja, ich hab eine Flasche abgestellt. Okay, danke. Das wollte ich jetzt nur wissen. Genau. Der Mikro ist anscheinend sehr sensibel eingestellt, was das angeht. Ich habe ein sehr sensibles Mikro. Moment, bin gleich da. Ja, ganz ruhig, ich komme ja. Aber perfekt, wenn wir Horrorspiele spielen und du dann irgendwelche Geräusche dann machst. Schau nach dem Baby. Ich gucke jetzt aber da noch nicht. Wie mache ich jetzt? Ich will weiter. Okay, dann nicht. Machen wir jetzt die Tür auf. Raum gehen können? Meister Splinter. Angela? Was zum... Angela? Wie kommt ihr jetzt auf Angela? Die Tür ist versperrt. Was ängstigt dich? Sprich, was ist es? Sie kommen mich holen. Beruhige dich, Weib. Wer kommt dich holen? Es gibt Gerede. Bezichtigungen. Bezichtigung welcher Art? Es heißt, ich sei mit dem Teufel im Bunde. Ich sei der Hexerei schuldig. Bloß unsinniges Gewäsch. Wer spricht solches? Ich kann es nicht sagen. Stellen! Wir stellen uns, wir sind nur schicker Mann. Bleibt, wo ihr seid. Schön. Aber was ist hier los? Wieso bin ich hier? Und wo zur Hölle ist hier? Schreibt still! Wisst ihr von den Gerüchten über mein Weib, Amy? Was für Gerüchte? Gerüchte? Öffnet die Tür, Joseph. Sofort. Joseph. Genug der Torheiten.
Sagt mir alles, was ihr wisst. So, hier. Was bist du denn? Was? Wer zur Hölle sind Sie? Schweigt! In meinem Heim ruft ihr nicht den Teufel an! Joseph, öffnet oder es ergeht euch schlecht. Stellt euch nicht gegen uns. Was können wir tun? Ich kläre das. Du hast mein Wort. Lass sie nicht herein! Reverend Carver? Marshall? Ich habe ein rechtsgültiges Dekret für Amys Verhaftung. Mein Weib tat nichts Falsches. Eine Zeugin hörte sie in Zungen reden. Wer ist diese Zeugin? Mary. Das Wort eines Kindes verdammt mein Weib. Begebt euch in die Hände des Marshalls zu eurem Wohl. Dann gehe ich mit ihr. Ich lasse sie nicht allein. Solches Tun wird eurer Gemahlin nicht helfen. Vertraut dem Recht. Fürchte nichts. Ich werde diese Sache klären. Das ist so eine abgedrehte, abgefuckte Scheiße mit dieser letzten Verbrennung. Irgendwie da einfach nur irgendwie auf jemanden zeigen und meine Hexe. Und schon haben sie die auf den Scheiterhaufen verbrannt oder ertränkt, ey. Da kann man einfach nur kotzen, ey. Wo zur Hölle warst du? Was? Du siehst ja ganz verstört aus. Du hast noch was gesehen, oder? Jetzt ein bisschen durch, glaube ich. Sie konnten mich sehen das und hören. Das hat mich als auch gerade sehr... Das war anders. Sie konnten mich sehen und hören. Genau. Ja, glaube ich zumindest. Sie waren total verschreckt. Hast du noch was gesehen? Ja, wir haben den Pastor gesehen. Eine Frau wurde verhaftet. Der Pastor. Der vom Spielplatz. Ich weiß nicht, hat nicht viel Sinn gemacht. Bitte was? Nein. Es war, als würde er glauben, der Teufel selbst sei hier in Little Hope. Ist das krass. Wo sind wir hier bloß reingeraten? Oh. Gute Frage. Wir haben's verbockt. Anstatt diesen beschissenen Ort zu verlassen, sind wir wieder mitten in der Stadt gelandet. Okay. Hm. Was? Hey.